Moin Leute, Ulsen hier zurück und wir zocken heute ein richtig cooles Puzzle Jump'n'Run. Wir zocken Super Meat Boy. Der Super Fleischmann. Vielleicht gibt's den auch beim Fleischer, an der Fleischtheke. Team Meat presents an association with Newgrounds. Das ist Meat Boy. Hallo. Du siehst ja so lustig aus. Und wer bist du? Das ist Bandage Girl. Die braucht also ein Pflaster. Sie ist verliebt in Meat Boy. Ja, er sieht ja auch so schnuckelig aus. Und Meat Boy liebt sie. Oh. Herzerweichend. Nur wer ist das? Das ist Dr. Fetus. Dr. Fötus. Niemand liebt Dr. Fötus. Da ist er ganz traurig. Deshalb heißt Dr. Fetus dich. Was ist das für schmierige Zeichen? Aber noch wichtiger. Dr. Fetus hasst Meat Boy. Geht das? Maul. Also verdrosche ihn. Und entführte Bandage Girl. Nein, sie braucht doch Pflaster. Nikotinpflaster. Sonst kommt sie doch nicht klar. Worauf wartest du also? Rette sie endlich. Held. Held der Sonne. Super Meat Boy. Ist jetzt mega aggro und hier ist die krasse Musik am Start. Das Game ist schon etwas älter, ist von 2010. Ah, diese Musik! Super Meat Boy! Super ist das. Das ist einfach das Super Meat Boy! Ja, das Spiel ist von 2010 und hat einige Preise gewonnen und für besten Soundtrack unter anderem und ist eigentlich ein ganz normales Puzzle Jump'n'Run. Man hat halt so einzelne kleine Level, die man so schnell wie möglich bestehen muss, um Punkte zu sammeln und dann kann man auch Highscores kriegen und was auch immer. Auf jeden Fall, wir starten hier Super Meat Boy. Wir machen das einfach mal so als Let's Play. Ich denke, das sollte nicht allzu lange dauern. Und ja, zocken wir mal, ne? Ihm fehlt auch ein Zahn. So, wir sind... ich muss ja ein neues Spiel starten, sorry. Super Meat Boy. Oh nö, kann ich gar nicht. Okay, dann fangen wir einfach nochmal ganz vorne an. Ich habe hier schon mal ein bisschen reingeschaut. Nein, die Super Meat World... Wollen wir nicht. Ich will die Map angucken. Wo kann ich das denn? Cheese Forest. Okay, gehen wir hier rein. In Chi, den alten Wald. Oh, da sind sie alle drei. Wieso ist Dr. Fötus eigentlich so ein kleiner Fötus in so einem Fleischsackanzug? Super Meat Boy Insert Coin. Wie ihr sehen könnt, ist das Spiel natürlich auch alles ein bisschen auf Retro gemacht. Und hier mit Insert Coin, naja, können wir hier Geld reinschmeißen. The Forest. So, wie ihr schon sehen könnt, habe ich schon ein paar Level gezockt, um mal ein bisschen reinzukommen. Das sollte man ja immer machen, bevor man so ein Let's Play startet. Und ja, zocken wir einfach normal. Die sind auch relativ easy hier noch am Anfang. Also da muss man nicht viel hin und her. Ne, da hier ist der kleine Meat Boy hier, der macht immer so eine Schleimspur hinter sich her. Guck mal, da ist ein Hoppelhäschen. Hoppelhäschen. Bleib. Jetzt rennen sie woanders hin. So, man kann hier halt einfach so rumhüpfen. Das Game ist auch für Gamepad ausgelegt. Wird ja auch so ein paar Mal darauf hingewiesen, dass Keyboard-Gamer scheiße sind. So, und man kann sich hier immer noch das Replay angucken. Wollen wir jetzt aber gerade nicht. Und eigentlich ist das einzige Ziel, dass unser Meat Boy hier überlebt. Und wir können uns halt auch so... Hier so... So an den Wänden hoch kleben. Wie so Karamellbomben. Wir sind anscheinend ein bisschen glitschig und stitschig. So, jetzt können wir auch noch so einen super langen Sprung hier machen. Das machen wir mit dem R-Trigger. Und Alter. Hallo, Schnuckelputz. Oder haben wir einen Great A Plus für gekriegt? Wahrscheinlich, weil wir nicht gestorben sind. Und die Level werden hier jetzt natürlich immer ein bisschen schwieriger. Was war das denn? Nein, nein. So. Und
muss man hier so ein bisschen aufpassen. Und hier muss man einfach da oben hin und yeah, schon wieder geschafft. Alter, wie wir abgehen, ne? Unglaublich. Er ist aber auch ein süßer Racker. Guckt ihn euch mal an, wie er schön lacht. Er hat wirklich so ein richtiges Hollywood-Lächeln. Wahrscheinlich hat er gerade seine neuen Zähne gekriegt. Und will jetzt großer Hollywood-Star werden. Ich denke, das sollte ich auch mal machen. So ein Zahnbleaching. Vielleicht gucken sich dann meine Live-Videos mehr Leute an. Weil ich dann so schön aus den Zähnen glitzer, weißt du? Dann habe ich nicht so, dann haben nicht nur die Mädels halt so einen Brüste-Bonus, ne? Dann hatte ich so, habe ich so einen Olsen-Zähne-Bonus. Ist auch schön, ne? Bup, 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 bup. Alter, nein. Ich glaube, da darf ich nicht rein, da. Ich gehe da einfach mal nicht rein. Oder? Soll ich da mal reingehen? Ach, scheißegal, ich gehe da jetzt hoch. So, hier. Ah! Alter. Ey. Ich fehle. Die Steuerung ist auch teilweise gar nicht so einfach. Ab und zu verzieht der so ein bisschen. Ne? Aber guck, wir machen hier mal ein bisschen Dampf. Yay, Level abgeschlossen. Alter, er macht doch voll die Kung-Fu-Moves. Ich glaube, er ist Batman. Hat auf jeden Fall so ein cooles Cape. Hui. So, in diese Räder darf man natürlich nicht reinlaufen, ne? Die machen einen dann zu Fleischpastete. Oh, nein. Ah. Da müssen wir, glaube ich, unseren Supersprung anwenden. Der so ein bisschen weitergeht. Hui. Ui, genau so. Da kommt er schon wieder. Er ist wirklich Batman. Weil, wie war das in Batman Begins? Da hat er doch auch die Gesellschaft der Schatten. Gemeinschaft der Schatten. Da ist er doch am Anfang. Nein, da ist er doch am Anfang Mitglied. Und lernt doch da dann seine Ninja-Fertigkeiten. Aha, nein. So, ui, da bin ich wieder. Hallo. Schnucki-Maus. Ich habe die Eier mitgebracht. Eier. Wir brauchen Eier. So. Und ich glaube, hier müssen wir einen psychokranken Killer-Jump machen. Psychokrank, psychokrank, psycho, psycho, psychokrank. Hui. Und wie war das hier? Ich glaube, da musste man den machen. Yay. Ich bin vielleicht psychokrank. Aber ich krieg meine Freundin Bandage. Das alte Pflaster kriege ich wieder. So, hier haben wir eine neue Sache. Das sind so die Wände hier, die zerbröckeln halt. Nach einer Zeit. Und deswegen muss man sich hier beeilen, dass man hier fix hochkommt. Man hat nur einen Versuch. Hey! Und schon wieder Level. Mann! Was ist denn los? Geht ab! Schnell kommt ihr hier gar nicht hinterher. So. Tricky, tricky. Müssen wir erstmal kaputt machen. Kaputt. So. Ich mag ja solche Games. Ich habe die auch schon, weiß ich nicht, so schnelle Puzzle-Games, wo es halt, boah, Alter, das war knapp. Wo es halt auch so ein bisschen auf Zeit ankommt. Habe ich schon immer gemacht, sowas. Ist auch so ein bisschen Arcade-lastig irgendwie, ne? Gab es überhaupt früher solche Arcade-Games, genau, wie das hier? Ah, nein! Das Level, da bin ich schon beim ersten Mal testen ein bisschen gefailt hier. Weil ab und zu ist das Timing so ein bisschen schwierig. Nein! Oh. Weil, wenn man nicht genau im richtigen Zeitpunkt drückt, die Taste auf dem Gamepad, dann springt der manchmal nicht. Hui! Und wieder geschafft. Yeah! Man, Bitch! Was geht denn? Lass meine Freundin in Ruhe. Ich bin der Super Meat Boy, ich esse den ganzen Tag nur Fleischsalat. Revolve, Level 12. So, habe ich das schon gezockt? Okay, dann gehen wir hier mal runter. So, okay. Ah nein, jetzt wurden wir auch zu Fleischsalat verarbeitet. Okay, man kann sich da auch nur so runtersliden lassen. Das geht. So. Da sind wir wieder in den Händen unserer Bandage. Und Alter, was ist denn hier heute los? Meine Aufnahme wird hier die ganze Zeit gestört. Aggressi ruft an. Ja, ich rufe den gleich zurück. Schnauze. So, nächstes Level hier.
Jetzt haben wir hier schon bewegte Teile. Aber das geht ja noch, ne? Hier, hopp, hopp, hopp. Wir sind ja zum Glück relativ fix unterwegs auf unseren kleinen Fleischbeinen. Ich glaube, das Spiel hier wurde auch nur von zwei Leuten programmiert. Wie zum Beispiel auch Limbo, was ja... Ah! Was natürlich nicht genauso ist, Limbo. Limbo ist ja schon ordentlich anders als Super Meat Boy. So, ah, nein! Alter, wow. Ich komme nicht klar, ey. Ihr seht auch mal wieder meine Multitasking-Kunst, die ich hier wieder an den Tag lege. Sobald die brenzliche Situation kommt, oh, sofort still, der Olsen. Komm ich ja gar nicht drauf klar. Wait. Was ist das denn? Hep. Boah, Alter, Legs, Alter. Habt ihr das gesehen? Ich hab hier Legs. Ich glaube, das liegt an Fraps, wenn ich gerade aufnehme. Oh! Alter! Was ist das denn? Spinnst du. So, nein. Runter da. So, wie war das hier? Okay. Nein! Okay, so war es nicht. Nein, verdammt. Und Rush. Oh, oh. Ich muss hier nämlich gleich rüber hüpfen nach vorne. Moment. So, dann ist der los. Oh. So nicht. Vielleicht kann ich das Timing da doch anders machen. Letztes Mal bin ich da so psychokrank rüber gesprungen. Das hat aber letztes Mal genau funktioniert. Ah. Vielleicht gibt es hier auch ein besseres Timing. Aber wahrscheinlich so, ne? Okay. Aber warum einfach, wenn es auch schwer geht? Das soll mir mal einer sagen. So. Hier runter. Und da gehst du vorbei. Jetzt gehen wir hier runter und da. Nein, nein. Oh, oh. Alter, hier kommt ja auch so ein Ding. Okay, ich stelle hier auf jeden Fall keine Geschwindigkeitsrekorde auf, glaube ich. Oh, hep. Und yay, wieder abgeschlossen. Aber hier hat man gar keine Zeit zum Reden. Ey. Das geht hier echt so zack, zack, boom. Alle 5 Sekunden neues Level. Schon krass. Aber das Spiel macht richtig Fun, ey. Und hat ein cooles Art, diese... Oh. Okay, das sollte man vermeiden. Das ganze Blut hier. So, wann müssen wir denn hier jumpen? Wahrscheinlich gerade, wenn er vorbei ist, ne? Ah, Häschen. Jetzt ist das Häschen in das Teil reingeraten. Oh, hier oben ist ein großes. Weg mit euch, Vögel. Alter, immer verhaut ihr die, ne? Ich kann die doch nicht immer verhauen. Wie frech. Das ist ja ein richtiger Damenquäler. Es ist kein Gentleman. Der Mr. Fötus. Alter. Okay, ich glaube, ich muss mich hier krank beeilen. Okay, oder vielleicht auch ein bisschen warten. So. Alter. Yo, jetzt gibt ihr die krasse Bombe, ne? Und sie fliegt einfach aus dem Bild raus. Das ist ein Schmuck. Ich muss euch gleich mal diese Replays zeigen. Da sieht man halt auch immer seine Fails, die man gemacht hat. Oh, oh, oh. Alter, was geht? Nein. Okay. So war es nicht geplant. Nein. So, hier wieder hoch, du schleimiger Schleimer. Oh, oh, oh. Ich gehe da jetzt einfach unten lang. Okay, ich glaube, das klappt nicht so gut. Ah, vielleicht doch. Na. Gehst du da hoch? So, hier lang. Alter, wie soll das denn jetzt gehen? Upp. Upp. Ah. Oh, was ist das denn hier? Na, so, durch da. Hier drauf. Und da wartet sie schon. Yay, mit freudigen Armen auf Wilson.
Und er hat sie schon wieder geklaut. Dann möchte ich jetzt aber wissen, was am Ende passiert. Oh! Fleisch. Oh. Ich glaube, jetzt müssen wir hier so eine kranke Aktion machen, ne? Ha! Geil war das denn? Shit, jetzt habe ich hier nicht geguckt, wo wir hin müssen. Stimmt. Bestimmt nicht da. Okay. Nein! Nein! Okay, warten wir mal erstmal, bis er durch ist. Nein. Oh, ich muss auch mal ein bisschen warten, Olsen. Okay. Alter, wie soll das denn hier gehen? Müssen wir so? Jo, ey. Der weg da. Mist, da hinten müssen wir jetzt jumpen. Boah. Geht's noch? Alter. Das ist ja hier verrückt. Total verrückt geworden ist das hier. Los, los, los. Da haben wir es ja geschafft. Alter, und er vermöbelt sie richtig, ne? Was ein Arschloch. Das haben wir ja gerne hier. Gewalt. Gegenüber netten Damen. Was? Ich bin ich jetzt in Level 20? Das hatte ich doch gerade schon. Nö. Aber ich habe das doch gerade schon gemacht. Zurück zur Karte. Okay. Okay, ist jetzt Boss. Der Little Slugger. Der alte kleine Sluggerkönig. Okay. Gegen den zocken wir jetzt. Was macht Dr. Fötus? Was? Öl? Was ist das? Was ist das? Ist das ein großes Feuer? Oh Gott, alles geht in Flammen auf. Jetzt gibt's Chivap-Shishi! Chivap-Shishi. Achso, was hat er denn da? Einen großen Kampfroboter? Ist das einer von den Entdecknitz? Alter. Achso, ich bin hier. Achso, das ist eine Zeitbegrenzung hier. Hui, Alter. Oh nein! Wie soll das denn gehen? Alter, Marc ruft schon wieder an. Was will die aggressiven Wursti von Miri? Ich muss ja aufnehmen, ich muss jetzt zocken. Keine Zeit für so einen Scheiß. Oh! Okay, wir dürfen dann nur einmal aufkommen anscheinend. Nein! Alter. Ich hoffe, ihr hört mein Handy jetzt gerade nicht im Hintergrund. Oh, gerade so geschafft, Alter. Was geht? Oh, Alter. Ich war gerade noch in der Rückwärtsbewegung. Da hat er leider alles kaputt gemacht. Oh. Nein, 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 nein. Gar nicht so einfach, das Level hier. Jedenfalls für mich nicht. Ich bin doch nicht der Allergrößte. Ich muss das ganz unten kaputt machen. Ich bin auch nicht der allergrößte Jump'n'Run-Zocker. Aber es geht normalerweise. Es geht. Los, 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 los. Alter. Los, los, fix, fix. Nein. Ah, zu wenig gesprungen. Vielleicht müssen wir da auch hoch. Vielleicht geht das easier. Das wäre eine Möglichkeit. Oh. Sorry. Fehle. So. Die Frage ist, kommen wir da überhaupt hoch? Alter. Ja, wie soll ich denn... Oh, oh, oh. Ein bisschen spät losgelaufen.
Nein. Wie soll ich denn da hochkommen? Da hinten. Da durchkommen. Wow, 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 wow. Okay, ich darf hier auf jeden Fall nicht anhalten. Man muss Vollgas geben die ganze Zeit, glaube ich. Sonst geht das nicht. Nein, zu früh gesprungen. Och Mann. Das gibt's doch nicht. So, hier. Und Vollgas. Ah! Nein. Oh. Das war so gut. Das war so gut. Okay, ich kann ja noch mehr Gas geben. Merke ich gerade, wenn ich hier so... Och nein, ich hab's fast geschafft. Oh nein. Nicht den untersten getroffen. Ohoho, jetzt wird's übel. Jetzt wird's ganz übel. So, und jetzt den. Oh, hier ein bisschen Gas geben. Oh, oh. Alter. Ey, ich... Kicke! Wieso... Gibt es da einen Trick, da durchzukommen, den ich nicht kenne? Wie soll ich denn durch diese ganzen Dinger durchkommen? Darf man... Oh, den habe ich nicht gesehen. Aber versuchen wir mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Vielleicht darf man da nicht so lange drin verweilen. Nein! Oh. Ja, dieser Boss, ne, der ist gar nicht so einfach. Dafür, dass das erst der Level 1 Boss ist. Okay, Gas. Och nein, ich muss mehr Gas geben. Vielleicht kommen wir hier ja auch. Nein, 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 nein. Okay, so. Kommen wir hier mit einem mal rüber. Ah. Oh, oh, oh. Gas. Nein! Ach Mist, da muss ich nach hinten springen, sonst komme ich da nicht hin. Oh! Dabei war das so ein guter Versuch. So ein guter Versuch. Okay. Ah, Gas. Nein! Das war fail. So, hier rüber. Jetzt hier erstmal den normalen wieder schaffen. Okay, super. Oh, Gas, Gas, Gas. Okay, dann. Aha. Okay, so nicht. Wahrscheinlich haben das andere Leute hier beim ersten Versuch geschafft. Ulse fällt hier wieder hart. Das wäre ja wieder typisch. Wow, 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 wow. Nein, da muss ich jetzt zurückspringen. Nein! Okay, jetzt zurückspringen. Und jetzt durch. Go. Alter. Was? Was denn? Okay. Jetzt bin ich verwirrt, sorry. Aua. Jetzt bin ich verwirrt. Wie soll das denn funktionieren da hinten? Wahrscheinlich hätte ich einfach nur stehen bleiben müssen. Oh, aua. Das wäre wahrscheinlich die Lösung gewesen. Okay, aber...
war voll durch. Du bist voll durch, Olsen, Alter. Du bist voll durch, Junge. So, hui, hui. Nein, nein, nein. Oh, ich bin so bekloppt. Och, der untere reicht nicht. Okay, so geht das auf jeden Fall schon deutlich schneller. Der untere reicht ja nicht. Ui, 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 ui. Nein. Oh Mann. Ups. So. Hui. Hier durch und hui. Nein. Ah. Muss mich doch veräppeln. Aha. Mehr Gas. Ey, jetzt konzentriere ich mich ja schon, dann klappt es immer noch nicht. Alter. Wisch, 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 wisch. Alter. Warten, 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 warten. Hier oben rüber, da rüber. Okay, machen wir so. Machen wir die einfache Variante. Haben wir ihn jetzt kaputt gemacht? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ah, Bitch. Bitch, man. Was? Was guckst du? Was guckst du? Tja. Hast du Pech gehabt, Dr. Fötus? Guckst du aus deinem Glas raus, wa? Hallo. Tschüss. Die Bitch ist da noch dabei. Jetzt hat er den Rocket Dog gemacht. Och nö, die Arme. Erinnert mich auch so ein bisschen an Mr. Nice. Hello, my name is Mr. Nice. I don't have any arms or hands. But it doesn't stop me from dancing. Aber er hat ja sogar Arme und Hände. Sieht ein bisschen aus wie SpongeBob. Nur in fleischig. Und hier sind wir, haben wir ganz viele Tote. Und ich rede jetzt hier auch in dieser traurigen Stimme, die mich auch immer bei im Gronkh sein Minecraft-Let's Play, was ich ja, und dem ich ja 1000 Folgen geguckt habe, hat mich das auch mal angekotzt, wenn er in dieser Stimme geredet hat. Wenn er einfach so melancholisch, weißt du? So ganz bedeutungswürdig geredet hat. Kapitel beendet. Super Meat Boy, Urs der Bestand. Lichtwelt 20 von 20, Dunkelwelt 0 von 20, Verbände 1 von 20 und Warp bekommen 0 von 4. Okay, das heißt, wir haben die Hälfte des Spiels schon geschafft. Yeah. So, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir die Dunkelwelt zocken. Macht's gut, Urs da und ciao. Was? Geh raus. Geh raus. B. Ich drücke schon B. B, ich will B. Es geht nicht. Ah, jetzt geht's. So, tschüss.